Ich fahre jetzt nach Bosanski Brod. Bosanski Brod in Slavonski Brod und jetzt über die Brücke nach Bosnien mit dem Fahrrad. Giant ist da. Let's go. Da fahren wir gleich, da fahr ich gleich hin. Da hinten, wo ihr die Raffinerie seht und die Berge. Das ist noch Slavonski Brod. Und da die ganzen Berge ist Bosnien und Herzegowina. Und da ist Brodsko-Vinogorje. Brodsko-Vinogorje, beste Gegend der Stadt. Der Kanal. Und wir werden uns dann wahrscheinlich in Bosnien gleich sehen. Auf der Grenze, auf der Brücke, auf der Sava. Mal sehen. Und ich bin richtig gespannt auf die Republika Srpska. So, ich bin jetzt im Niemandsland. Und ja, hier ist die Sava. Da ist Kroatien, Brodsko-Vinogorje. Da ist Slavonski Brod, die Altstadt. Und ja, auch das ist ein bisschen mystisch. Und da hinten seht ihr schon Bosnien und Herzegowina. Bosnski Brod, in Klammern Brod. Und ich freue mich schon. Ich hoffe, und hier die Brücke noch und Stau wie gewohnt immer auf der Grenze. Ciao! Wie man nur unschwer erkennen kann, bin ich in Bosanski Brod oder Srpski Brod oder auch einfach nur Brod. Ist eine sehr, sehr schöne Stadt hier direkt an der Grenze und hier ist einfach alles auf Kyrillisch fast. Die Straßenschilder sind zweideutig geschrieben. Es ist wie in einer anderen Welt, obwohl man nur 10 Minuten hier entfernt wohnt. Alles auch in einer anderen Schrift. Einfach nice. Man sieht, dass man in Bosnien ist. Hier die ganzen Häuser. Republika! Guckt euch mal dieses Ghetto an. Sowas findet ihr nicht in Deutschland, oder? Nein, findet ihr nicht. Sicherlich nicht, weil das ist eine Seite verlassen, da schon eine orthodoxe Kirche. Ach, ciao, ciao, ciao. Wir sind hier sozusagen im Center. Hier seht ihr die Kirche und da das Einkaufscenter oder was davon noch übrig ist. Die Sava, ein paar Häuser da. Meistens verlassen. Ah, das ist die Konrad und da die Sveta Sava Kirche. Hier bei der Sava gleich. Ja, ich könnte nicht von reden. So, hier wir fahren nicht so lange aus der Stadt Bosanski Brod. Hier sind ein paar Fabriken oder alte Fabriken, die Raffinerie. Und man kann sich nicht vorstellen, wie die Leute da hinten in diesen Ghettos gelebt haben. Das waren schlimmste Bedingungen, schlimmer als in den ungarischen Häusern. Vielleicht mache ich noch ein Foto. Aber in Bosnien leben. Jetzt seht ihr mal, wo die Leute hier leben. Jetzt könnt ihr mal sagen, was für euch schlimmer ist hier. Ganzen, die sagen, ihr kommt aus dem Ghetto und so, Deutschland. Ja. Dann habt ihr wohl das hier noch nicht gesehen. Gleich kommt der SS so. Das ist absolut die letzten Unterkünfte, wo man leben will, fast hier. Also aus Bosnien Brod auf jeden Fall die letzten Unterkünfte. Obwohl die Straße ist die letzte. Gönnt euch mal dieses Haus hier. Und diese Häuser. Schlimmste Bedingungen hier in Bosanski Brod für die armen Leute, aber Sellerie. Überall wohnen auch Leute, ob ich es glaube oder nicht. Auch in denen. Okay, da nicht. Aber hier. Guckt euch mal die Einschüsse an. Wie man sehen kann, bin ich immer noch in Bosanski Brod. Da die Brücke und da sehen wir Slavonski Brod. Die schönste Stadt Kroatien. Auf der anderen Seite. Hier hängt die Serbien-Flagge wie gemäß in Bosnien. Ja, und es ist hier halt sehr ruhig. Ich bin aus den armen Gegenden raus, sind ein bisschen die besseren Viertel. Aber Bosanski Brod kann man empfehlen. Das ist eine absolut schöne Stadt. Nur zu empfehlen.
Schingle die Bong, hier ist Labesong. Und da geht der Gong, 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 Gong.